Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich werde jetzt nur mal eben eine kurze Aufnahme machen und danach einen kleinen Cut, weil ich... Heute ist der 25.12., das muss ich dazu sagen. Und mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es hier einen Weihnachtsbaum geben soll im Schloss. Ach, doch, ich laufe daran vorbei. Direkt, wenn man reinkommt, links. Hätte ich jetzt aber auch sehen können. Und hier gibt es was zum Öffnen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Geschenke in Disney Dreamlight. Ehrlich gesagt, damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. Aber finde ich eine richtig coole Sache. Das öffnen wir auch noch. Ich bin auch gerade nicht so drauf vorbereitet, weil ich stimmlich gerade etwas im Eimer bin. Dann machen wir natürlich auch direkt mal ein kleines Selfie von. Von mir und dem Weihnachtsbaum. Zack. So, und dann schauen wir uns natürlich auch mal eben an, was wir da bekommen haben. Und zwar ein vier Früchtebrote sogar. Oh, vier Baumstammkuchen und drei heiße Kakao. Oh, heiße Kakao, das ist gut. Es gab mal irgendwo eine Aufgabe, dass man die... Oh, und nochmal Minis Lebkuchenkekse, vier Stück. Es gab mal irgendwo eine Aufgabe, glaube ich, aus dem Weihnachtsspecial, dass man die an jemanden abgeben sollte. So, wir haben festliche... Hatten wir das nicht schon mal bekommen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ohrreifen. Dann einen Stuhl fürs Weihnachtsmahl. Sehr schön. Da wollte ich mir welche von basteln, aber ehrlich gesagt war mir das bisher immer zu teuer. Und ein Teller und Besteck fürs Weihnachtsfest. Ja, sehr schön. Ja, cool. Muss ich sagen, finde ich eine richtig tolle Idee. Vor allen Dingen, wenn Möbel und so weiter mit drin sind. Ich weiß nicht, ob es nur für den heutigen Tag ist. Und leider kommen meine Aufnahmen definitiv später an als in Weihnachten. Aber ich wollte euch das zumindest nicht vorenthalten haben, weil vielleicht gibt es das gleiche Jahr, die gleiche Aktion nächstes Jahr auch nochmal. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich finde es eine super Idee von Disney und ja, vielen Dank dafür. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und nehme dann den Rest an einen anderen Tag auf. Aber ihr seht es natürlich direkt hinten dran. Light Valley. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich etwas anderes machen wollte. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil es waren jetzt auch die Weihnachtstage dazwischen und Neujahr und ich konnte jetzt über eine Woche nicht mehr spielen. Aber ich persönlich möchte gerne die Sache mit Dagobert erstmal weitermachen, weil, und das zeige ich euch mal kurz, ich Trick 17 kennengelernt habe. Ich bin da allerdings auch nur durch Zufall drauf gekommen. Muss ich gestehen. Und zwar habe ich hier einfach mal so ein bisschen was hingestellt. Ich habe das einfach mal getestet, ob das überhaupt so möglich ist. Und siehe da, da oben stand auf einmal Sprich mit Dagobert. Ja, da habe ich mir gedacht, machen wir das doch. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe hier auch noch mal was hingestellt, was ganz gut passte so zum Strand. Und hier ja, auch noch mal so ein paar Tische. Der Ozean ist ein Freund von mir. Ja, das ist schön, Vajana. So, was ich jetzt allerdings noch machen muss, also nicht muss, aber mal eben kurz machen möchte. Ich habe nämlich einiges bei Dagobert gekauft. Ich war ja trotzdem weiterhin noch fleißig. Ich habe zwar nichts mehr groß gemacht. Das hier finde ich immer noch total schön. Aber ich habe sehr viel gekauft. Das Ding hier, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Da steht was mit Wärmeabzug oder so. Das könnte ich mal direkt bei Vajana... Ja, sollen wir mal hier hinstellen. Das gilt ja, glaube ich, auch unter Möbel. Und das können wir mal so ganz kaffeemäßig da hinten hinstellen. Und dann schnappen wir uns einfach hier mal zwei große Sachen von. So, zack. Müsste das ja jetzt immer noch, genau, immer noch mit Dagobert stehen. So, das wollte ich noch kurz gemacht haben. Wo ist denn Dagobert? Der ist gerade bei sich, glaube ich. Ich hatte das, glaube ich, schon in der Folge davor erwähnt, dass ich hier so ein bisschen umgebaut habe. Und deswegen ist Dagobert jetzt hier so weit hinten. Hier kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Deko hin. Vielleicht stelle ich ihn noch so hin, dass er da zum Jeremie guckt oder so. Ich bin mir da noch so gar nicht sicher, ehrlich gesagt. So, Dagobert, Alterchen. Achso, ich dachte gerade, die haben jetzt schon wieder neue Sachen bekommen. Hey, Hallöchen. Ich habe einen Job für dich. Ei, hallo.
Oh Gott. Lass uns was abhängen, weil ich möchte nämlich jetzt mit dir noch was machen. Ei, aber ich kann meinen Laden nicht lange fernbleiben. So. So, vollständiger Wiederaufbau. Der schillernde Strand hat niemals besser ausgesehen, Gameplayerin. Vielleicht kannst du jetzt versuchen, im Ozean zu schwimmen, anstatt in einen Pool voller Geld. Oder ich könnte beides tun. Nichts entspannt mich so sehr wie ein Bad in meinem Geldspeicher. Ja, das sei gegrüßt und herzlich willkommen. Der Wiederaufbau der friedlichen Wiese. Da haben wir ja eigentlich schon sehr viel gemacht, ne? Ah, die Wiese, sie dankt dir schon viel besser aus. Sie könnte allerdings noch ein wenig mehr verschönert werden. Ich bin mir sicher, mit deinem Einfallsreichtum könntest du die Wiese im Nu zu einem erstklassigen Reiseziel machen. Keine Sorge, ich werde die Wiese so dekorieren, dass sie teuer und extravagant aus, süß und gemütlich aussieht. Ich vertraue darauf, dass du eine großartige Arbeit leisten wirst. Denke einfach daran, alles mit 110% zu machen, Gameplayerin. Oh, und wirf einen Blick auf meine Waren, wenn du weitere Möbel brauchst. Viel Spaß beim Einrichten. Nee, ich habe schon alles Schöne von dir, ehrlich gesagt, geholt. Ich wollte das jetzt so nach und nach machen. Dann klaue ich mir nämlich jetzt die Sachen vom Strand. Die hole ich mir jetzt ganz schnell. Weil das ist ja jetzt abgeschlossen. Das soll, denke ich mal, auch nur so eine Art, ja, zeigen, was man hier alles mitmachen kann, so ungefähr. So, das nehmen wir jetzt hier alles weg. Die anderen Sachen, die kann ich hier vorne lassen. Das wird noch ein bisschen schöner. Ich möchte hier ehrlich gesagt so ein Strandcafé hinbauen. Was haben. Ach, jetzt weiß. Ach, ich bin so blöd. Jetzt weiß ich auch, warum das hier so umrandet war. Ah, okay. Übrigens, wie man sieht, ich habe hier schon angefangen, in Kürbisse umzupflanzen. Ich habe nur noch da hinten das Stückchen mal gelassen. Egal, wann man sich zu ihm umdreht, Donald schafft es immer, auf dem Schnabel zu landen. Ja, so, Moment. Eins, zwei, drei, vier, 10 Stück brauchen wir, ne? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. So. Tada! Ey, das klappt ja wirklich wie am Schnürchen. Komm mal hier mit, ich will nicht da hinten. Ei, hallo! Welch ein Glück, was für eine hübsche Wiese! Aber du darfst es nicht dabei belassen, Gameplayerin. Wenn du weiter Möbel baust oder sie von mir zu einem vernünftigen Preis kaufst, wirst du die Wiese erstrahlen lassen wie das Gold in meinen Geldspeicher. Ja, das glaube ich dir sofort. So, ei, hallo. Dann nehmen wir jetzt die Lichtung des Vertrauens. Vor dem Vergessen war die Lichtung des Vertrauens ein großartiger Ort. Das könnte sie wieder sein. Es braucht nur ein bisschen Arbeit, um sie angemessen zu dekorieren. Keine Sorge, ich werde versuchen, diesen traurigen Sumpf in einen Ort zu verwandeln, der. Ach so, der Sumpf, friedlich und entspannend ist. Ich habe keine Zweifel, dass du Erfolg haben wirst, Gameplayerin. Okay, du kommst mir ja sowieso hinterher. Das heißt, wir packen jetzt mal die ganzen Sachen wieder ein. So. Ah, ist das nicht eine tolle Sache? Und da kann man nämlich, weil ich möchte später tatsächlich mal schauen, dass ich hier alles richtig so. Ach so, Moment, den Sumpf, das war unten links, ne? Ja. Obwohl, können die mich eigentlich auch mal kurz hin teleportieren. Dass ich das alles so optisch auch schön mache. Allerdings muss ich dazu sagen, das möchte ich später machen. Also das möchte ich nicht jetzt machen, sondern das möchte ich dann irgendwann mal später machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dazu habe, wenn ich die Sachen dafür habe oder vielleicht mal Sachen kaufen, also bestellen kann vielleicht auch. Ich konnte die ganze Zeit nichts bestellen. 1, 2, 3, 4, 5. Konnte die ganze Zeit nichts bestellen, weil ich immer noch die Aufgabe mit ihm übrig hatte. 8, 9, 10. So. Weil ich immer noch die Aufgabe mit ihm hatte und das natürlich nur abschließen wollte, wenn ich das Ganze gleichzeitig im Aufnehmen bin. Und naja, dann muss man halt dementsprechend auch warten. Ei, hallo.
So, oh ja, das. Nun, die Lichtung ist bei dir in guten Händen, Gameplayerin. Ich habe sie schon lange nicht mehr so schön gesehen. Mach weiter so und du wirst das Dorf in kürzester Zeit zu deinem machen. So, nächste. Sonnige Ebene. Ah, Gameplayerin, genau die Person, die ich sehen wollte. Die sonnige Ebene ist voller natürlicher Ressourcen, aber sie ist nicht gerade ein Urlaubsort. Mit ein wenig Pflege könnte sie aber ein schöner Ausflugsort für einen anspruchsvollen Reisenden werden. Ich werde es zum perfekten Ort machen, um ein Bad in der Sonne zu nehmen. Ei, das klingt großartig. Dieser Blick. Okay. Gut, dann nehmen wir uns die Sachen mal wieder alle weg. Das dauert dann immer einen kleinen Moment, vor allem wenn man dann auch noch dreimal aufs Falsche draufklickt. So. Ja, das ist wohl gerade meiner Nase und meinem Kopf ein bisschen geschuldet. Weil durch die Nase kriege ich gerade ein bisschen extrem schlecht Luft. Oh, ich sehe gerade hier oben. Meine Kürbisse sind fertig. Sehr schön. Das muss ich dann auch gleich offline mal machen. Ja, und wenn man halt schlecht Luft bekommt, hat man unter Umständen das Problem, dass man Kopfschmerzen bekommt. Wo stelle ich das jetzt hier am besten hin? Das gehört noch dazu hier oben, ne? Weil da habe ich ein bisschen mehr Platz. Gucken wir mal. Also. So, dann fangen wir wieder an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommen schon 7, 8, 9 und 10. Ich denke immer, dass mich dieser Tisch anguckt, aber egal. Dagobert. Hallo. Ei, hallo. Oh ja. So wahr ich hier stehe, die sonnige Ebene hat sich von einer ausgedörrten Wüste in ein schönes Fleckchen Erde verwandelt, auf dem sich jeder Besucher wohlfühlt. Die Wirtschaft im Dorf wird dank dir immer stärker, Gameplayerin. Das ist schön. Übrigens, Toy Story mache ich eventuell in der nächsten Folge mal, weil ich habe so die leise Befürchtung, dass ich bin jetzt hier unten. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass man am Strand ausbuddeln soll. Also diese Flächen da ausbuddeln soll. Und dass man irgendwann mal eine Socke wohl finden soll, damit man Lido und Stitch machen kann. Ich bin wie blöde die ganze Zeit hier unten Sachen am Ausgraben und ich habe nicht einmal eine Socke gefunden. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man eventuell erst Toy Story spielen muss. Obwohl ich nichts dazu im Internet gefunden habe. Also ich habe extra nachgeguckt, ich habe extra gesucht, ob es da irgendeine Voraussetzung gibt, wann man das Ganze freischalten kann, wann man das Ganze finden kann. Ich habe es nicht gefunden. Also weder auf Deutsch, da gab es nicht wirklich viele Infos zu, muss ich dazu sagen, noch auf englischen Seiten konnte ich da irgendetwas zu finden. Wenn ihr was wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich vermute, dass es irgendwas mit Toy Story zu tun hat, weil es ist tatsächlich das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben bisher. Also zumindest noch nicht angefangen haben. Nein, oh. Jetzt willst du zudem einmal mit ihm sprechen und da kommt das Schwein hier direkt dazwischen. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So, dann gehen wir zum Wald der Tapferkeit. Der Wald der Tapferkeit könnte ein beliebtes Ausflugsziel sein, weißt du? Aber so wie er jetzt aussieht, wird niemand in diesen Wald wandern wollen. Ich werde ihn dekorieren und ihn zu einem perfekten Ort machen. Für ein romantisches Picknick, sage ich mal. Ich meine, er will ja die Wanderung haben, aber... Ich selbst bin kein großes Turteltäubchen, aber ein bisschen Romantik im Marketing ist nie verkehrt. So... Dann nehmen wir jetzt die ganzen Sachen hier auch wieder auf. Ich muss hier auch mal wieder alles etwas sauberer machen. Sprich, pilzfrei und so weiter machen. Das sieht hier im Moment... Achso, das war ja gar nichts. Das sieht hier im Moment ziemlich schrecklich aus. So, Wald der Tapferkeit. Ach, da zeigt er jetzt den Teil oben mit an. Okay. Übrigens, ich habe ihm jetzt gesagt, dass er mit mir abhängen soll, damit ich ihn nicht ständig suchen muss, weil sonst rede ich nämlich mit ihm. Dann habe ich das erledigt und dann ja, ist er schon wieder weg, wenn ich mich umdrehe. Das ist irgendwie normal anscheinend bei den Leuten hier. Die hauen dann immer ab.
So, nein, nein, nein. Wie komme ich jetzt zurück? Da. So. Ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es natürlich klasse, weil ich jetzt gerade nicht gießen muss. Dafür finde ich das immer sehr, sehr gut, wenn es hier am Regnen ist. Aber ich finde es ehrlich gesagt gerade ein bisschen schade, weil das jetzt so trist aussieht. Ist natürlich jetzt wieder super. Meine Aufnahme total trist hier im Regen. So. Da fällt mir was anderes gerade ein mit der Aufnahme. Steuerung. Ja doch, ich bin ein bisschen zeitversetzt. Also eigentlich müsste ich Sonne haben, aber will er nicht. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Der Wald der Tapferkeit sieht prächtig aus. Gut gemacht, Gameplayerin. Hey. Wie ich immer sage, eine solche Investition wird sicher eine solide Belohnung bringen. Ja, wunderbar, wunderbar. Jetzt kann ich gar nicht mehr mit dir reden, doch. Ich wollte gerade sagen. Verflixt und zugenäht. So sehr ich es auch versuche, ich kann meinen Geldspeicher nicht öffnen. Seitdem wir alle unsere Erinnerungen verloren haben, kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Ich habe mir selbst diese Notiz unter der Kasse mit Hinweisen hinterlassen, wie ich sie wiederfinde. Aber ich kann mich nicht mehr an die Antworten zu den Hinweisen erinnern. Unterstützt du mich dabei, meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen? Ja, klar, mache ich gern. Danke. Wenn ich das so sagen darf, du hast eine wundervolle Einstellung. Alles, was du wissen musst, um eine sechsstellige Tresorkombination herauszufinden, steht auf dieser Notiz. Ja, frag Goofy nach seinem Lieblingstag, geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Was ist das für eine schwachsinnige Frage? Weil, ist ja logisch, man braucht natürlich nur ein Teleskop. Und kann damit dann alle Sterne nach und nach beobachten. So, warte mal. Das nehmen wir jetzt erstmal ganz schnell mit. Das ist nämlich erledigt. Wo ist Goofy? Das ist schon mal... Nein, jetzt sag mir bitte nicht, dass die jetzt alle gerade schlafen. Dann kriege ich hier einen Ausraster. Goofy. Goofy. Goofy, Zauberer. Mein Zauberer steht gerade draußen. Und zähle die Teiche. Ach so. Okay. So, hallo. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Bist du. Nee. Hä? Ich will nicht wissen, ob er schon einmal durch die Zeit gereist ist. Was ist das denn? Und jetzt lauf. Ach so, da soll ich gucken, wie viele Teleskope der hat oder was? Moment, dann gehe ich jetzt nochmal kurz da rein. Er hat ja nur ein Teleskop da drin stehen, logischerweise. Ah, dann ist das auch abgehakt. Ja, gut. Okay. So. Goofy, wehe, du Sack, gehst jetzt schlafen. Dann rast dich aus. Bist du jetzt in deinem Haus oder bist du jetzt hier bei Wally? Bin mir gerade nicht sicher. Das ist, glaube ich, in seinem Haus, ne? Oder ist er da hinten angeln? Nee, er ist im Haus. Goofy, ran hier. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Hallo, Gameplayerin. Was kann ich für dich tun? Ich muss etwas wissen. Was ist dein Lieblingstag im Jahr? Mein Lieblingstag im Jahr? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß, es ist der 25. Mai. Jetzt muss ich mir aber mal kurz einen Zettel nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der das nämlich automatisch macht. So, Lieblingstag 25. Mai. Also sprich 05. So. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, warum. Okay. Dann ein Teleskop. Ich gehe mal trotzdem schon mal raus. Dagobert kann mitkommen. Und das sind 1, 2, 3 Teiche. 3. Jetzt ist natürlich die Frage. 3 Teiche. Doch, das war in der Reihenfolge. Genau. Und ein Teleskop. Nehme ich mal an. Also ich könnte jetzt nochmal nachgucken, wie viele Teleskope da drin sind. Das haut mich um. Du hast die Zahlen gefunden. Beeil dich, lass uns die Kombination zusammensetzen. Der erste Hinweis war Goofy nach seinem Lieblingstag zu fragen. Hast du das? Ja, hab ich. Und die Antwort war 25. Mai. Ach du meine Güte, das ist es. In Schottland wäre das der 25.5. Und nun der nächste Hinweis. Wieso in Schottland? Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teiche hast du auf der Wiese gezählt? 3.
Richtig, 3. Ich hoffe, die frische Luft hat dir gut getan. Als letztes, wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Eins ist ausreichend? Etwa 225, genau. Juhu! 25, 0, 5, 3, 1. Das ist meine Kombination. Das schreibe ich jetzt mal so auf. 25, 0, 5, 3, 1. Nicht, dass wir das nachher nämlich selber eingeben müssen. Sie ist so genial. Niemand könnte sie erraten. Selbst ich nicht. Vergiss diese Zahlen gleich wieder. Ich muss mein Eigentum schützen. Aber ich möchte dir danken. Da ich wieder Zugriff zu meinem Vermögen habe, ist hier ein kleines Geschenk für dich. Oh, 500 ist nicht schlecht. Besuche mich bald wieder. Ja, da mussten wir die doch nicht eingeben. Naja, gut. Bei solchen Spielen weiß man nie, deswegen schreibe ich mir das mit den Kombinationen lieber da rein. Heißt das jetzt, wir sind fertig? Auch echt jetzt? Was habe ich jetzt gedrückt? Hä? Ach so, das ist die Zentrierung der Kamera. Och, das war jetzt allerdings nur Zufall. Okay, nee, die nächste Aufgabe ist gesperrt. Ah, dafür brauchen wir dann Ursula. Okay. Das ist doof. Ach so, wir wollten ja eigentlich mit Anna weitermachen. Das ist natürlich jetzt blöd. Da habe ich übrigens immer noch nichts gefunden. Also, ich habe fleißig die Dinger weggemacht, diese Dornen weggemacht. Ich habe gebuddelt, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht mal was anderes ist. Also jetzt nicht wieder diese Dornen, sondern was anderes. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe andere Sachen durchgezogen, komplett, bis ich da nichts mehr hatte. Aber da habe ich bisher noch nichts gefunden. Leider, leider, leider. Übrigens, für ihn brauchen wir auch Buzz Lightyear. Das heißt, es wäre schon ganz gut, wenn wir wirklich Toy Story mal freischalten. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. So richtig Lust habe ich nicht auf Toy Story. Bin ich ganz ehrlich. Ach so, wir wollten eigentlich Elsa weitermachen, ne? Elsa hat eine neue Aufgabe. Ja, also ich würde wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Aufgabe mit Dagobert ist ja jetzt erstmal zumindest beendet. Und dass wir dann in der nächsten Folge mit Elsa weitermachen, dann wahrscheinlich mit Anna, vielleicht dann auch direkt mit Christoph, der wiederum verwickelt ist mit Prinz Erik, glaube ich. Also müssten wir Ariel eigentlich noch machen. Ich glaube, Toy Story kommt doch ein ganzes Stück erst am Ende hin. Ich weiß es nicht. Ich möchte halt einfach nur zu gerne die Eiskönigin durchspielen, also dass da alles freigeschaltet ist. Und ja, ich denke mal, dass ich auf jeden Fall mit Elsa erstmal als nächstes weitermachen werde. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich kann gar nicht mehr reden, ich bin gerade so aufgeregt, außerdem ist meine Nase zu und meine Zunge verknotet sich gerade. Wenn ihr, wie gesagt, noch einen Tipp habt, ich weiß schon gar nicht mehr wozu, was ich am Anfang der Folge gefragt hatte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Spult am besten nochmal zurück, falls ihr auch die Frage gar nicht mehr wisst, die ich gestellt habe. Achso, ich glaube, das war die Frage, ob ihr etwas dazu wisst wegen Stitch, also ob es da eine Voraussetzung gibt. Und ja, also wie gesagt, ich würde erstmal gucken, dass ich die Eiskönigin durchkriege. Quasi in allen Facetten und dann werde ich, denke ich mal, erstmal gucken, wenn ich nicht noch Ariel dazwischen schiebe, dass ich dann mal Toy Story beginne. Ja, in der Hoffnung, dass wir einen oder beide, ich weiß ja nicht, was man da genau machen muss, hierher holen können. Und ich schätze, wenn es eine Voraussetzung für Stitch gibt, obwohl er ja eigentlich gar nichts mit Toy Story zu tun hat, aber wenn es da irgendeine Voraussetzung geben sollte, dass wir dann definitiv weiterkommen, wenn er hier ist. Andere Sache, die ich noch im Kopf hatte, das kann ich noch kurz am Ende machen. Wir haben Donald Duck gemacht. Hat eine neue Aufgabe. Den haben wir gemacht. Der ist. Nee, der ist aber auf Level 1. Nee, den haben wir anscheinend nicht gemacht. Also andere Möglichkeit, die ich noch sehe, wäre eventuell, dass wir Donald noch leveln müssten. Weil ich irgendwo was gelesen habe, als ich das mit der Socke gelesen habe, dass
Donald wohl damit zu tun hat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das nur so halb im Kopf. Also das wäre noch eine Option, dass wir vielleicht in der nächsten Folge mal gucken, dass wir Donald machen. Zumal ich immer noch nicht weiß, wo sein Haus ist und ich die große Befürchtung habe, dass ich deswegen nicht weiß, wo sein Haus ist, weil ich es noch gar nicht gebaut habe. Das wäre natürlich mies, deswegen, ja, vielleicht doch nicht Elsa, vielleicht doch Donald erstmal dazwischen schieben in der nächsten Folge. Und dass ich ihn dann auf jeden Fall auch leveln kann danach, muss ich mal schauen. Okay, aber für heute ist erstmal Schluss. Wir sehen uns, ja, im Endeffekt morgen. Im Moment ist es ja so, dass es täglich rauskommt. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.